Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Anleitung. Heute werden wir mal mit Schoppe häkeln und zwar den Froschkönig oder das Froschkönigtuch. Ehrlich gesagt ist es ein bisschen schade, dass ich so spät erst euch Schoppe vorstelle und bisher mit denen nicht, mit dem Garn von Schoppe nicht gearbeitet habe, denn die sind wirklich sehr, sehr toll. Das ist ein deutscher Hersteller, made in Germany. Das ist mulesingfreie Wolle, die achten wirklich sehr darauf. Und ich darf heute mit euch mit den Zauberband Crazy häkeln. Das ist hier Grüne Woche, davon brauchen wir zwei. Das ist Schoppe Admiral, das ist die Farbe Marsgrün. Das wird ein bisschen unser Kontrastgarn oder unsere Kontrastfarbe sein. Und ich nehme mir hierzu eine 3,5 mm Häkelnadel. Die braucht natürlich noch eine Schere und eine Wollnadel zum Vernähen für später. Alle Links zu den Garnen und zum Material findet ihr natürlich wie immer in der Infobox unter dem Video. Die Schoppe-Garn haben wir bei uns im Shop, auch die wunderschönen Zauberbälle. Und wir haben natürlich auch andere Farben. Also falls jemand das nicht unbedingt in Grün machen möchte, ihr findet auch andere Farben bei uns. Los geht's! Die Zauberbälle werden von außen abgewickelt. Das ist so ein schönes Oma-Knäu, wie ich das immer liebevoll nenne. Das mag ich immer sehr. Und wir beginnen mit einem einfachen Knoten. Dazu macht er einen Kreis, legt den langen Faden unter den Kreis und zieht diesen Faden durch. Das ergibt hier eine Schlaufe. Da kommt die Häkelnadel rein und wir ziehen fest. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem magischen Ring machen, falls jemand den magischen Ring mag, so wie ihr wollt. Ich zeige euch das jetzt einfach mal mit der einfachen Variante. Wir häkeln jetzt noch drei Luftmaschen, dazu Faden holen und durchziehen. 1, 2 und 3. Wer eine sehr, sehr feste Fadenspannung hat, dem empfehle ich lieber mit 4 Luftmaschen zu beginnen. Und jetzt häkeln wir in die erste Luftmasche 7 Stäbchen. Wie gehen Stäbchen? Umschlag. Durch die Masche stechen, in diesem Falle durch die erste, Faden holen, wir haben 3 Laschen auf dem Haken, Faden holen, durch die ersten beiden ziehen, wir haben 2 übrig, Faden holen, durch die letzten beiden ziehen. Das hier ist unser Stäbchen. Okay, jetzt brauchen wir noch 6 mehr. Umschlag. Durchstechen, Faden holen, durch 2 und durch 2, also Nummer 2, Nummer 3, 4, 5, 6 und 7. Und das ist unsere Basis für das Tuch. Jetzt geht's los mit Reihe 1. In Reihe 1 wollen wir auf die Höhe der Stäbchen kommen, also wir werden die ganze Zeit mit dieser Höhe arbeiten. Um auf die Höhe zu kommen, können wir mit einem falschen Stäbchen beginnen. Das habe ich zum Beispiel bei den englischen Videos gezeigt, das könnt ihr euch gerne angucken. Hier in diesem Falle mache ich einfach mal eine Alternative und häkle mit euch das Tuch mit Luftmaschen. Das heißt, um auf die Höhe zu kommen, machen wir 2 Luftmaschen. 1 und 2. Wie gesagt, für die Leute, die eine sehr hohe Fadenspannung haben, also die sehr eng häkeln, empfehle ich eventuell lieber 3 Luftmaschen zu machen. Jetzt kommt Zunahmen. In die ersten 3 Maschen kommen jeweils 2 Stäbchen. Also Umschlag und wir stechen so ein, dass wir von der ersten Masche beide Maschenglieder mitnehmen. Und da holen wir den Faden dann durch und häkeln unser erstes Stäbchen. Und hier durch die gleiche Masche auch bitte das zweite Stäbchen als Zunahme. Wir haben durch die Anfangsluftmaschen haben wir praktisch eigentlich sogar 3 Stäbchen drin. So, und jetzt häkeln wir noch 2 Stäbchen durch die zweite und durch die dritte Masche. 1 und 2. Und durch die dritte nochmal das gleiche. 1 und 2.
Hier oben, das ist unsere mittlere Masche. Da häkeln wir 3 Stäbchen rein. 1, 2 und 3. Ich mache mir jetzt den Faden lang und markiere von der anderen Seite mir das Zentrum. Und zwar, wir haben jetzt hier 3 Stäbchen reingehäkelt und ich markiere die mittlere Masche davon dann später für die nächste Reihe, damit ich genau weiß, wo die Mitte ist. Also wie gesagt, aus der einen Masche haben wir 3 Stäbchen gehäkelt und die mittlere habe ich markiert. Und jetzt häkeln wir weiter. Und hier an dieser Stelle haben wir nur noch 3 Maschen übrig. Und hier häkeln wir ebenfalls 2 Stäbchen pro Masche. Also 2 Stäbchen in die drittletzte. 2 Stäbchen in die vorletzte. Und 2 Stäbchen in die letzte Masche. Und das ist unsere Reihe 1. Für Reihe 2 drehen wir die Arbeit und starten wieder mit 2 Luftmaschen. 1 und 2 und häkeln wieder in die ersten 3 Maschen jeweils 2 Stäbchen. Und hier nach der ersten Masche werde ich ab jetzt nur noch in die hintere Lasche einstechen. Also ich werde beim Maschenglied nicht beide Maschen mitnehmen, sondern nur das hintere Maschenglied. Und hier häkeln wir 2 Stäbchen rein. Und bei der dritten Masche ebenfalls 2 Stäbchen rein. Dann häkeln wir weiter 1 Stäbchen pro Masche, bis zum mittleren Stäbchen kommen. Ja, genau, das ist hier. Hier befindet sich unser mittleres Stäbchen. Und da häkeln wir einfach in die Mitte 3 Stäbchen rein. Als Zunahme, also ins Zentrum 3 Stäbchen. So, und hier setze ich mir den Marker um, drehe hier ebenfalls die Arbeit und von den 3 gehäkelten Stäbchen nehme ich wieder die mittlere und markiere sie. Dann häkle ich weiter und zwar wieder 1 Stäbchen pro Masche, bis noch 3 Stäbchen übrig sind. Genau, hier haben wir 3 Stäbchen übrig und da häkeln wir wieder jeweils 2 Stäbchen rein als Zunahme am Rand. Also in die drittletzte 2 Stäbchen, in die vorletzte 2 Stäbchen. Und bei der letzten Masche häkeln wir ebenfalls 2 Stäbchen, aber bei der letzten Masche nehmen wir immer die beiden Maschenglieder zur Stabilität. Und das ist unsere Reihe Nummer 2. Für Reihe 3 wenden wir wieder die Arbeit und beginnen mit 2 Luftmaschen. Und hier machen wir übrigens genau das gleiche wie Reihe 2. Also durch die erste Masche 2 Stäbchen. Und ab jetzt immer durchs hintere Maschenglied häkeln,
durch die zweite und die dritte Masche ebenfalls zwei Stäbchen als Zunahme. Dann häkeln wir ein Stäbchen pro Masche bis zur mittleren Masche. Bei der mittleren Masche häkeln wir drei Stäbchen rein. Und ich setze mir den Marker um, wieder auf der anderen Seite. Und markiere mir die mittlere der drei Maschen und häkel dann weiter. Na, auch hier bei diesen Stäbchen immer durch das hintere Maschenglied ein Stäbchen pro Masche, bis noch drei Maschen übrig bleiben. Und hier nur so noch drei Maschen übrig und da kommen jeweils zwei Stäbchen rein. Durch die drittletzte zwei Stäbchen, durch die vorletzte zwei Stäbchen und durch die letzte zwei Stäbchen und dazu wieder beide Laschen, beide Maschenglieder nehmen. Und das ist Reihe 3.